Und CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Frau Hein, natürlich komme ich gleich zu Ihnen. Der Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, ist wesentlich besser als die sonstigen Anträge, die von Ihnen kommen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Allerdings ist in diesem Antrag auch einiges enthalten, was völlig unnötig ist. Zum Beispiel, dass Sie fordern, dass die Kommunen mit einsteigen können in die Programme. Das ist bereits jetzt schon, möglich. Ja? Und die Musikschulen beispielsweise, die Volkshochschulen, die beteiligen sich genau auch an diesem Programm. Und das sind städtische Einrichtungen. Und ich gehe mal noch ein kleines Stück zurück. Als wir in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Weinberg gesagt haben, wir müssen in diesem Bereich etwas tun, dann war es ja nicht so, dass der Bund noch nie etwas für kulturelle Bildung getan hat. Er macht das auch weiterhin, zum Beispiel im Kinder- und Jugendplan des Bundes. Dort ist aber kulturelle Bildung Mittel zum Zweck. Und die Einsicht, dass kulturelle Bildung auch Bildung ist, die musste man auch erst mal im Bildungsausschuss herstellen. Und ich bin sehr froh, dass das Ministerium, das Bildungsministerium, von Anfang an auch eine große Offenheit gezeigt hat, dieses Programm zu unterstützen. Denn natürlich gab es auch viel Kritik daran, was zum Beispiel Theaterspiel, Musik und sonst mit Bildung zu tun haben könnte. Da waren nicht alle Kolleginnen und Kollegen davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Umso besser ist es jetzt. Sie waren doch gar nicht dabei, Herr Mutlu. Aber Sie wären damals einfach schon deswegen dagegen gewesen, weil wir damals mit der FDP übrigens diesen Antrag gemacht haben. Und inhaltlich, wenn man sich die Protokolle noch mal anschaut, inhaltlich gab es da überhaupt gar keine Gründe. Aber dass es Skepsis gab, will ich einfach noch mal erwähnen. Umso schöner ist es doch, dass Sie in einem Lernprozess auch gesagt haben, das ist ein gutes Programm, da sollen wir weiter dran festhalten. Das Besondere an diesem Programm ist, dass wir Stärken stärken. Und das ist etwas, was normalerweise in einer Bildungsbiografie in der Schule nicht unbedingt vorkommt. Da lernen nämlich die jungen Leute vor allen Dingen, was sie nicht können. Und deswegen ist als Ergänzung, nämlich im außerschulischen Bereich, die kulturelle Bildung so etwas besonders Wertvolles. Und wenn wir in diesem Bereich die kulturelle Bildung flächendeckend in Deutschland junge Menschen erreichen, dann muss ich sagen, ist das eine tolle Sache. Und ich finde das auch super, dass wir mit diesem Antrag auch das Ministerium ermutigt haben, das Programm fortzuführen. Das soll so geschehen. Zum Verwaltungsaufwand gibt es sicher einiges zu sagen. Aber Frau Hein, Sie haben da besonders gesagt, der Verwaltungsaufwand wäre so hoch. Hallo, Frau Hein. Gut. Sie haben gesagt, der Verwaltungsaufwand wäre so hoch. Ich habe 15 Jahre kulturelle Jugendbildung gemacht, bevor ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin. Und natürlich ist es aufwendig, aber es lohnt sich. Denn in so einem Antrag muss man beispielsweise genau reinschreiben, was will man erreichen? Welche pädagogischen Ziele formuliert man? Und das sollte schon in einer Qualität sein, die eben auch denjenigen, die kultureller Bildung etwas skeptischer gegenüberstehen, auch zeigen, dass wir es mit dieser Sache ernst meinen. Was das Besondere bei Kultur macht stark von Anfang an war, dass die Leute, die sich beworben haben um die Mittel, das nicht jährlich tun mussten. Weil beim Kinder- und Jugendplan des Bundes muss man von Jahr zu Jahr neu beantragen. Und bei Kultur macht stark war das eben nicht so. Und die Zahlen sind genannt worden, die Bündnisse, dass wir knapp eine halbe Million junger Menschen erreicht haben. Und das, denke ich, spricht für dieses Programm. Es spricht auch dafür, dass wir uns weiter darum kümmern. Im Übrigen ist es so, dass wir mit Kultur macht stark ein gutes Beispiel gegeben haben, auch für andere Länder. Wir behandeln dieses Thema beispielsweise im Kulturausschuss des Europarates und dort auch ganz fraktionsübergreifend, weil es in kultureller Bildung nicht nur um Bildungserfolge geht, vor allem auch Bildungserfolge für diejenigen, die in der Schule durch Bildungserfolge nicht so verwöhnt worden sind, sondern weil natürlich auch eine aktive Teilhabe in der Gesellschaft, Engagement, Partizipation, ja letzten Endes das, was wir den Humus für Demokratie nennen, das geschieht genau dort. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Stefan Kaufmann, ich finde das gut, dass du als Berichterstatter für den Bereich EU das besonders unterstützt. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es gut, wenn wir heute fraktionsübergreifend ein starkes Signal setzen. Das gelingt nicht immer, aber die Kinder und Jugendlichen,
die mit kultureller Bildung nicht nur selbst bereichert werden, sondern auch unsere Gesellschaft bereichern, die sind es allemal wert. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag.